Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Tutorial-Serie. Also ich bin hier auf dem Server von mir und Lukasa 2, findet ihr auch auf meinem Channel. Es geht, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon lesen konntet, um eine XOR-Verschlüsselung. Die wird auch so ganz normal verwendet. Zwar nicht häufig, aber naja. Wir bauen sie hier in Minecraft mal nach. Das hier ist jetzt nur ein ganz kleiner Teil. Also ich erkläre heute, oder was heißt heute, also in diesem Video erkläre ich erstmal, wie das Ganze funktioniert. Und dazu brauchen wir erstmal hier ein XOR Gate. Ich baue hier erstmal ein ganz kleines. Und dann gesagt, ich gehe mal ein Singleplayer, weil das zu viel leckt. Wir öffnen mal die Map. Okay. Egal. So, wir laden erstmal hier. Holen uns erstmal unsere Materialien. So, auf jeden Fall bauen wir hier erstmal ein XOR Gate. Falsch rum. Fängt ja gut an. Sollte jeder wissen. Sonst seht ihr es hier nochmal. Fail. So. Hier kommt jetzt noch eine Fackel ran. Und ja, jetzt könnt ihr einfach hier. Ich mach's jetzt mal ein bisschen größer hier so. Und so sind wir wieder normal schnell. Oh. Ah! Ich muss getauscht werden. Und das, sorry, schlechte Vorbereitung. Naja. So. Wie XOR funktioniert, ist so, dass wir haben hier zwei Inputs und jetzt haben wir hier, dann sagen wir Input A und das ist B, und wenn jetzt eine Linie an ist, kommt auch Input raus in 1, aber 1 und 1 ist 0 und 0 und 0 ist auch 0. Das bedeutet immer, wenn die das Gegenteil von dem anderen sind. Also es bedeutet halt die an und das aus oder halt andersrum. So. So funktioniert's. Und wie wir das jetzt machen, was wir jetzt verschlüsseln, wir haben jetzt erstmal mehrere davon. Mehrere XOR Gates. Haben wir erstmal, also sagen wir, wir haben jetzt 8. Das ist unser. Und also das ist unser, damit verschlüsseln wir es später. Dann brauchen wir ein, warte, ich schreibe es noch auf Schilder. Also wir haben unseren Originaltext, der 8-Bit sein wird, und unseren Schlüssel, also sozusagen unser Passwort, sage ich einfach mal. Und wenn wir jetzt den Originaltext, also ich nenne den Originaltext Org Text XOR, mach's mal mit Minus dazwischen oder einfach so XOR, nein, ich mach's so XOR Schlüssel ist unser verschlüsselter. Und so, ich nenne es mal Geheimnachricht. Geheimtext. Also wenn wir unseren Originaltext hier, sagen wir geben unseren Originaltext hier links rein und den Schlüssel hier rechts rein, kommt ja ein Wert hier raus. Und das ist dann nachher unser verschlüsselter Text. Und wenn wir den Geheimtext wieder XORen mit dem Schlüssel, kommt wieder unser Originaltext raus. So funktioniert das Prinzip und wir werden es einfach mal bauen. Ich nehme hier Vertikale, die Flipflops und so. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie man die baut, deswegen gehen wir jetzt doch nochmal wieder rüber, weil die Vertikalen baue ich eigentlich nie. Hier. So sieht das Ganze dann aus. Ich versuche es mir mal zu merken.
Okay, ich hoffe, ich habe es mir gemerkt. Fail. So. So, so, so. So, so. Hier eine Line, so. Hier hoch. Da eine Lampe, da eine Lampe. Hier ein Kabel. Und Regen. Dann haben wir hier unseren Output. Aber nee, ich glaube, hier war noch was drüber. Ja, ich glaube so. Genau so war das. Und der Output ist inverted. Was eigentlich ja nicht sein sollte, aber wir testen es einfach mal, ob es so auch funktioniert. Okay, funktioniert nicht. Wir schauen einmal rüber kurz nochmal. So, so, das ist ja richtig. Ach, die Lampe ist zu viel. Kann ja jedem mal passieren. Hier ist so viel und das wird hier rüber. Gerade jetzt haben wir hier jetzt. So, so, so. Warum funktioniert es nicht? Tut mir leid, aber ja, es ist jetzt vielleicht hier ein bisschen schlecht, aber ach, oh, diese kleinen Details immer. Da ist keine Fackel. Genau, das war nämlich so. Und das ist jetzt unser Output, ja. Ich verstehe die Welt nicht mehr. So, so. 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 Sieht auf jeden Fall anders aus, aber. So, ja, nee. Nicht das jetzt hier so. So ist es richtig. So. An, da. An. Aus. Ja! Okay, das führen wir jetzt erstmal hier auf den Boden. Und machen es so, dass wir den hier hochführen. Damit wir hier unseren einen Input haben. Sagen wir von dem Schlüssel und hier unten von unserem Text. Das machen wir nochmal weg und jetzt werden wir das Ganze hier einmal stacken. Das hier kommt mal weg. Brauchen wir nicht mehr. So. So, der Tab geht ja gar nicht. Ich markiere das mal hier. So. Word Edit. Scheiße. Dann stacken wir das Ganze 7 Mal. Dann haben wir hier 8 Bit. Genau. Und wir könnten natürlich jetzt schon unseren Text eingeben. Aber ich würde es bevorzugen, dass wir davor noch einen Speicher bauen. Da nehmen wir einfach hier einen ganz normalen vertikalen D-Flip-Flop so. So. Fail. So. 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 Das ist jetzt hier der Input. Jetzt sind wir da also halt der Speicher für unseren Originaltext, sagen wir einfach mal.
Hier ist der Input. Wir machen hier mal einen Repeater hin, damit er nicht zurückgeführt wird. So, und das Ganze sollte jetzt funktionieren. Hier ist der Takt. Und hier ist der Input. Wir takten mal. Der Input wird übernommen. Okay, soweit klappt das alles. Ein paar Ruckler, aber es funktioniert. So, das Ganze stacken wir jetzt wieder. So. So. So, da haben wir direkt hier alles auf einen Streich. Ach, Mann. Nervt doch nicht. So. Jetzt machen wir einfach expand 1. Ups. Stack 7. Ich hatte den wohl schon vorher vorne hier angemacht, ausgewählt. Dann halt so. Schöner Mond. 6, 7. Passt. Time Day. Und das hier kommt weg, weil das unnötig war. Gut, soweit so gut. Wenn wir das gemacht haben, haben wir hier unseren Takt für unseren Originaltext. Mal checken, ob das soweit geht. Ja, geht soweit. Und jetzt bräuchten wir noch unseren Schlüssel. Dafür machen wir halt auch so einen Speicher. Und das Gute ist, jede normale CPU, die wir hier in Minecraft bauen, auch die, die ich und Lukas gebaut haben, kann das. Also kann, ohne dass wir irgendwas dazu bauen, einfach nur, wenn wir es richtig programmieren, können wir unsere Buchstaben verschlüsseln. Nicht die ASCII Buchstaben, weil das ist ja sowieso ein 8-Bit-Code und dann würden wir halt einen Buchstaben so verschlüsseln und das würde dann riesig werden. BZW würde auf der CPU derbe lange dauern. Und ja, ich kann es immer gleich euch erzählen, wie man das dann macht. Oder wie man es machen kann. Auf einer CPU. Dazu kommen wir dann später. So. Ups, leck. So. Mann, ich hasse das. Mann, ich liebe